Moin Moin und willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Und wie bereits angekündigt, werden wir jetzt endlich mal eine neue Engine entwickeln. Da können wir zwar auch noch nicht alles reinbauen, was wir so haben, aber was es gibt, eher gesagt, aber da basteln wir uns jetzt mal ein dickes Ding zurecht. Und investieren noch mal ordentlich. So, 880.000 wird sie uns kosten. Und das wird die Next Generation. So, Fantasyland verkauft sie auch noch nach wie vor. Aber ich denke mal, bald ist Schluss und dann müssen wir nachlegen. So, wir haben 850.000 Einheiten verkauft und 9,3 Millionen Umsatz erzielt. Durchaus annehmbares Ergebnis. So, unsere neue Engine ist fertig. Und wir können mal gucken, ob wir vielleicht einen neuen Publisher-Auftrag an Land ziehen oder wieder was Eigenes entwickeln. Abenteuer entwickeln, ein Weltraum-Action-Game. Ja. Aber muss einen Wert von 8 haben, da wäre ich vorsichtig. Ein Werwolf-Spiel, irgendeines Genres. Das können wir doch mal machen. Zielgruppe ist für Erwachsene. Wir brauchen eine Werte von 6. Probieren wir das mal. So, Witch Wolf, Spiel Engine, nehmen wir die Next Gen. Und das Genre wird Action. Und die nächsten Konsolen trudeln bald ein. Mal gucken. Gameplay, Story. So machen wir das. Aber wir machen auf jeden Fall fortgeschritten. Wir wollen einfach was raushauen jetzt. Auch wenn wir da vielleicht. Ja, wir probieren es einfach mal. Und wir werden mal wieder interviewt. Das machen wir doch glatt. Wir pushen es mal wieder. Ja, obwohl wir sind diesmal bescheiden. Vielleicht klappt es ja besser. Vielleicht wird das Spiel dann im Nachhinein besser, als wenn wir es pushen. So, Level Design bauen wir hoch. Die KI etwas. So. Und wir bauen noch Easter Eggs mit ein und verbessern die KI. Noch ein Interview, gerne. So, auf Grafik setzen wir auf jeden Fall unser Hauptaugenmerk und auf den Sound. Und wir spendieren dem ganzen Spiel noch einen fetten Soundtrack. PlanetGG hat vor kurzem ein Interview mit 4Gamers veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Daniel, Eigentümer und Geschäftsführer von 4Gamers, erklärte: Wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvollere Spielinhalte wünschen und gehen gern ein Risiko ein, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Viele Branchenexperten glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. So.
So, das sieht aber schon mal wieder ganz gut aus. Und heute wurde die neue Plattform Mbox 360 von Microsoft veröffentlicht. Und wir stellen unser Spiel fertig. Wir stellen überall neue Rekorde auf. Bin ich mal sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Und Paul Press und Warden Vector haben eine Gehaltserhöhung bekommen. Oh, jetzt geht's aber los hier. Grundlegende Physik, Cloud-Spielstände, Mod-Support und virtuelles Wirtschaftssystem wurden eingeführt. Wollen wir mal gucken. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Witch Wolf erhalten. Ja, fantastisch. Eine dicke 10. Noch eine dicke 10. Wirklich großartig. Eine herausragende Leistung, sagt Game Hero. Eines der besten. Mann, All Games. So. Dann geh du noch mal in den Urlaub. Das Ding verkauft sich wie Semmeln. Wie warme Semmeln. 5,3 Millionen Einheiten schon jetzt. Chef 4 Gamers hat sich unter ihrer Leistung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, mit unserem Unternehmen den Technologiepark zu verlassen und in ein unserem Erfolg angemessenes Gebäude zu ziehen. Ich habe das perfekte Gebäude für unsere neue Firmenzentrale gefunden. Es ist nicht ganz billig, aber es bietet uns die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen. Im neuen Gebäude ist außerdem noch Platz für eine weitere Firmenexpansion. Sollen wir umziehen? Für 8 Millionen? Ja, komm, warum nicht? Tapetenwechsel. Das sieht auch lästig aus hier. Willkommen im neuen Hauptquartier von 4 Gamers. Wir haben jetzt noch mehr Platz, um unser Team weiter auszubauen. In der Nähe unseres Büros sind außerdem einige berühmte Universitäten. Dies wird es uns erleichtern, junge Talente anzuwerben. Sehr cool, jetzt haben wir zwei neue Arbeitsplätze. Und wir haben gerade erfahren, dass sie ihr neues Hauptquartier nicht weit von unserer Universität entfernt eröffnet haben. Wir sind gerade dabei, einen speziellen Kurs über Spieleentwicklung anzubieten und könnten wirklich ihre Hilfe brauchen. Leider können wir sie nicht bezahlen, aber ich denke, unsere Studenten zu unterrichten ist eine großartige Möglichkeit, um ihre eigenen Fähigkeiten zu verfeinern. Die Greenheart University. So, Spielemesse nehmen wir definitiv diesmal wieder mit. Und der Publisher ist durchaus zufrieden mit uns. Und die gute Roberta Green möchte eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung eröffnen. Das könnte unsere Forschung wirklich beschleunigen und wir könnten größere Projekte und Innovationen in Angriff nehmen. Es wird sicher nicht billig, aber ich denke, es könnte uns zum führenden Innovator der Spielebranche machen. Jedenfalls habe ich etwas nachgeforscht und denke, wir sollten ein Labor eröffnen und ein ganzes Team von Forschern einstellen. Bevor wir das tun können, sollten wir aber zumindest einen Designspezialisten im Team haben. Wenn du noch kein Fan von 4 Gamers sein solltest, dann stehen die Chancen gut, einer zu werden, nachdem du ihren letzten Hit Witch Wolf gespielt hast. Die Entwicklung der Geschichte ist einfach perfekt. Gerade wenn man denkt, dass es ruhiger wird, passiert etwas Überraschendes. Zusammengefasst, bestes Spiel aller Zeiten. Jörg Longer, Game Nova. Ja, sehr cool. Du kannst noch an so einem Gamekurs teilnehmen, oder ich weiß es nicht. Wann können wir denn Experten anstellen? Oder das forschen? Komm, ihr habt euch den Urlaub auf jeden Fall erstmal verdient. Sie ist Level 5. Er ist Level 3. Und er ist im Urlaub. Sie braucht mindestens 700 Punkte in Design. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Ah, kannst du mal so einen Game-Design-Kurs besuchen.
große Aufträge wurden freigeschaltet. Ja, und ich mache auch einfach direkt einen Designkurs. Da sind wir mal gespannt, was die Spielemesse zu bieten hat. ...273.000 Besucher. Passt. So, wir können jetzt große Spiele erforschen. Ach, damit will ich noch ein bisschen warten, glaube ich. So, wie sieht es denn mit einem neuen Publisher-Vertrag aus? Sie wollen ein Kampfsport-Rollenspiel? Das ist, na, eine Simulation. Irgendein Thema. Mittel für Kinder. Gesetz. Irgendein Genre für den Computer. Für Kinder. Ich glaube, da entwickeln wir lieber doch mal selber was. Aber ich denke mal, wir holen uns noch ein paar neue Themen vorher rein. Chirurgie. Wie wär's denn mit einem Chirurgie-Simulator? Gefängnis. Komm, wir nehmen mal ein bisschen was mit jetzt. Piraten. Und Wirtschaft. 10 Punkte, 13 Punkte haben wir noch. Dann haben wir noch ein Mystery hinterher. Witchwolf wurde vom Markt genommen. 19 Millionen Einheiten verkauft und 22 Millionen Umsatz. Sehr, sehr geil. Und hier kommt schon die nächste Konsole auf den Markt, ein Wii-Klon. Ja, mal gucken. Was ich mich auch frage, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel nur Computerspiele basteln und die wirklich erfolgreich sind, ob wir dann auch den Marktanteil des Computers wieder nach oben bringen können. Das müssen wir wirklich mal im Auge behalten. Also wir machen jetzt wirklich eine Wirtschaftssimulation. Für alle Leute allerdings. Capitalism. Für den Computer. Er hat auch ein neues Design bekommen. Der Computer sieht nicht mehr so nach 1990 aus. Sehr cool. Und los geht's. Gameplay. Machen wir es mal so. Komm, Video-Wiedergabe. Kommt mit rein. Und wir generieren langsam wieder Hype. So, KI setzen wir hoch, Level Design ein bisschen unter, Dialoge noch weiter nach unten. Wir lassen einfach alles angewählt. Das kann auch Roberta Green mal machen. Ah, ist schon ein gutes Tempo, was die Leute hier mittlerweile vorlegen. Und die M-Box wurde vom Markt genommen und die Games4 auch noch. Oh nein, es scheint so, als hätte das Spiel Witchwolf bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für das Spiel. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihr Bitten ignorieren. Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klick einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü, um den Patch zu entwickeln, aber warte nicht zu lange. Ja gut, das Spiel entwickeln wir noch schnell fertig und dann hauen wir selbstverständlich einen Patch raus für die Jungs. Thank you.
So, Bugfixing. Ach, schade. Das war zu knapp gerade. Mist. So, und fertigstellen. Und veröffentlichen. Du kannst den Spielbericht schon mal erstellen. 1,2 Millionen haben wir für das Spiel ausgegeben. Na, klasse, eine 9. Sehr geil. Noch eine 9. Also, solange wir jetzt keine 7 kriegen, dann wäre das schon echt wieder ein sehr großer Erfolg für uns. Aber die All Games sagt diesmal wirklich großartig. Das letzte Mal von allen anderen Zeitschriften eine 10 gekriegt, nur von denen nicht. Und diesmal kriegen wir von allen anderen eine 9 und von denen eine 10. Okay, da möchte ich mal nichts sagen, ne? Und heute wurde die neue Plattform Nu von Nintendo veröffentlicht. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Capitalism, welches vor kurzem von 4Gamers veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 erzielt hat. Verkaufte Einheiten. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Ja, und der Rest ist neidisch, unsere Konkurrenz. Verkaufe ohne Hilfe eines Publishers 1 Million Exemplare. Super geil. So, wir haben wieder 75 Forschungspunkte. Aber wir müssen unsere Mitarbeiter da trainieren. Dosier 368. Design. Und was hast du denn hier? 371, ja komm. Dann nimmst du am Pixel Cup teil. Es warten eine Menge guter Überraschungen in Capitalism auf euch. Visuell ansprechend ist eine Untertreibung. Dieses Spiel sieht einfach unfassbar gut aus. Capitalism verdient wirklich eine Top-Platzierung in den Charts. Ja, sehr gut. Wer hat hier denn den höchsten Tech-Wert? 258. 61. Okay, gucken wir mal, ob wir hier mit ihm ein bisschen was reißen können, was Technologie angeht. Dann kann er ja mal am Code Jam teilnehmen. Und Capitalism ist immer noch auf Platz 1 der Verkaufscharts. Sehr geil. Wie viel brauchen die denn, um ein Experte werden zu können? 700, ne? 300, das heißt, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, damit wir es nicht vergessen, aber das muss auf jeden Fall unser übergeordnetes Ziel werden. Vierundzwanzig Millionen Umsatz. Und da sind diese 2 Millionen Entwicklungskosten ja auch ein Witz gewesen, ne? So, dann gönnen wir uns mal mittlere Messestand diesmal. Zur Feier des Spiels. So, und gucken, ob wir einen Publisher-Auftrag annehmen oder wie wir was Eigenes entwickeln. An und für sich. Warum sollen wir uns hier irgendwie beschränken lassen?
wenn wir das genauso gut selbst können. So. Und wir machen jetzt wirklich den Chirurgie-Simulator, da habe ich Bock drauf. Den machen wir für. War doch auch für alle. Stitch me. Muss aber da wirklich ein Casual Game draus machen. Wäre vielleicht noch ein bisschen schlauer, ne? Für die PSP vielleicht. Machen wir das einfach mal. Entweder klappt's oder halt nicht. ...14% Marktanteil und 350.000 Lizenzkosten. Das machen wir jetzt. Und die PlaySystem 3 wurde angekündigt. Mit Blu-Ray-Player und allem drum und dran, was man braucht. Sehr cool. So, das nehmen wir alles runter hier. Hoffentlich können wir unser neues Game auch ein bisschen hypen jetzt. ...379.000 Besucher auf unserem Stand. Also das war anstrengend. Wir sind immer noch nicht unter den Top 100. Also mich würde ja mal interessieren, was man für Platz 1 braucht. Design ziehen wir hoch, den Rest fast ganz runter. Das kann Roberta Green übernehmen. Und weiter geht's. Chef, eine kleine Anzahl von engagierten Fans hat gefragt, ob wir den Quellcode für die alte Spielengine Normaltech MK2 veröffentlichen würden. Ja komm, wir... Diesmal können wir uns das wirklich erlauben, deswegen verschenken wir das Ganze einfach. Das ist schon in Ordnung. Chef, unsere kürzliche Entscheidung, die Spielengine Normaltech MK2 abzugeben, wurde mit positiven Antworten unserer Fans aufgenommen. Insgesamt haben wir erhalten 4.000 Fans und es kostete uns 2.000. Aber warum haben wir Geld bezahlt dafür? Naja, egal. War ja nicht viel. Also, ich glaube, da schießen wir den Vogel jetzt auch wieder nicht ab mit dem Spiel, aber... Hoffentlich holen wir wenigstens die Ausgaben wieder rein. Stellen wir das Ganze fertig. Und Ellen Low kriegen wir wieder mehr Kohle. Der Glückspilz. So, dann warten wir auf die Bewertungen. Eine 6. Ja, das ist halt auch eine ziemlich eigenartige Kombination, so ein Chirurgie-Simulator. Da kommen jetzt keine 4. Ja, okay. Passt. So, würde ich sagen, machen wir hier mal wieder einen kleinen Schnitt. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen und moin.